Oh mein Gott, Freunde, im heutigen Video werden wir uns die Brawl Stars Accounts von großen YouTubern anschauen, wie zum Beispiel German Let's Play, LaserLuca, Zombie, Dr. Banks, Paluten und so weiter. Ich würde sagen, let's go! Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es auf jeden Fall mal wieder ein ultra krasses Video auf diesem Kanal. Nämlich werden wir uns heute tatsächlich von großen deutschen Gaming-YouTubern die Brawl Stars Accounts anschauen und natürlich auch bewerten. Ja, ein paar von diesen YouTubern haben tatsächlich schon relativ viel Brawl Stars gespielt, ein paar natürlich eher weniger. Und wir vergleichen auf jeden Fall die ganzen Accounts, wir haben ultra viele große YouTuber eben dabei, solltet ihr auf jeden Fall auch alle kennen. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein. Natürlich, erstmal zeige ich nochmal meinen Account einfach für den Anfang des Videos. Ich habe das ja auch schon sehr krass viel gesucht, das Spiel, Leute, über 2000 Stunden Spielzeit ungefähr. Dementsprechend, ne, das ist jetzt mein Account, also nur damit ihr das vergleichen könnt, 50.000 Pokale ungefähr. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal rein. Und ja, kommt zu den einzelnen YouTubern. Let's go. So, Freunde, es ist wirklich unfassbar. Das weiß fast niemand. Aber German Let's Play, also GLP, hat tatsächlich Brawl Stars mal hochgeladen. Ein Video. Das Ganze war auch ein Werbevideo sogar für Brawl Stars. Aber trotzdem auf jeden Fall mega geil. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, wie er so Brawl Stars gespielt hat. Und dann kommen wir natürlich noch zu seinem Account. Let's go. Haben beide einen einzigartigen Char. Ich kann irgendwie einen Bären beschreiben. Einen einzigartigen Char, also einen Brawler, genau. Schwören. Und er ist einer der drei Muchachos. Oh ja! Genau, er hat das auch mit Zombie zusammengespielt. Zu ihm kommen wir auch gleich dann direkt. Achso, das sind Powerwürfel. Wir müssen diese grünen Blitze sammeln, um stärker zu werden. Blitze. Geil. Der hat drei zum Beispiel. Und da können wir absahen. Lass absahen. Die haben so ein Kill-Duell gemacht. Oh, da ist keiner zum Absahen. Oh. Mein Bester, ich sterbe. Hilfe. Warte, ich prügel rein. Ich tank das. Nein, du hast einen gekillt. Oh, sehr stark. Hilfe. Manu, ich glaube, du wirst sterben. Nein, werde ich nicht. Lauf doch nicht rein. Auf jeden Fall sehr, sehr lustig, Leute. Das ist auch das einzige Brawl Stars Video, was GLP jemals hochgeladen hat. Leider war es sehr schwierig, seinen Account rauszusuchen, weil er nur Gameplay reingepackt hat. Man sieht an der einen Stelle hier, wie er eben 22 Pokale hat. Dann sieht man, wie er nochmal Erster wurde. Und hier hat man eben noch gesehen, wie sie Vierter wurden. Also ich schätze mal, dass er ungefähr 30 bis 40 Pokale hat. Mit Shelly wahrscheinlich so 16 Pokale, da, weil er musste ja erstmal der Nita freischalten. Da das einzige Brawl Stars Video ist, was jemals kam, schätze ich, dass GLP tatsächlich so 50 also Pokale insgesamt hat. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, natürlich kann man ihm jetzt keine Note für seinen Brawl Stars Account geben. Trotzdem sehr cool. Und jetzt kommen wir noch schnell zu Zombie. So, Leute, auch Zombie hat tatsächlich mit GLP den zweiten Teil sozusagen aufgenommen von dem Ganzen. Es war auch ein Kill-Duell und auch ein Werbevideo für Brawl Stars. Ich schätze mal, die beiden haben genau gleich viele Pokale, weil die haben beide Videos sozusagen zusammen aufgenommen. Also hier würde ich eben auch sagen, 50 Pokale würde ich ungefähr schätzen. Ist natürlich auch zu wenig, um es zu bewerten. Und wir kommen jetzt zum nächsten YouTuber. So, Freunde, der nächste YouTuber ist tatsächlich Dr. Banks. Und Alter, er hat echt viele Brawl Stars Videos schon hochgeladen. Vor allem damals. Da habe ich noch nie drauf reagiert, tatsächlich. Und ich, Leute, habe tatsächlich eine Szene für euch, wo er ein bisschen Brawl Stars spielt. Und wir werden in-game auch sogar seinen Account jetzt bewerten. So, Freunde, wir schauen jetzt mal kurz rein, wie er hier Brawl Stars zockt. Ja, er macht Minecraft. Den sollten auch viele kennen, denke ich mal. Oh, wir heilen den. Jawohl. Wir machen den Dual-Heiler. Das war gut, das war gut. Wow. Ich bin voll auf Angriff gegangen. Ich habe ganz vergessen, dass ich Pokodomäne habe. Ich muss ja heilen. Also ey, er kennt echt gut aus. Das sieht man direkt, Leute. Und es gab tatsächlich eine Szene, wo man seinen Account gefunden hat. Und zwar hat er in diesem Video tatsächlich einen Club erstellt. Den Team Banks Club. Und da würde ich sagen, ja, geben wir mal den Clubkürzel jetzt ein und bewerten seinen Account. So, Freunde, ich würde sagen, wir drücken mal hier auf Suche und finden tatsächlich den Team Banks Club einfach mal. Okay. Okay, Leute, also wir scrollen mal runter. Steckt er relativ wenig und oh, er ist der niedrigste in seinem Club. Banks Anführer 5027 Pokale. Okay, dann bewerten wir jetzt seinen Account. Also er hat 5000 Pokale, ist schon mal echt einiges. Und er hat tatsächlich mit Abstand doch am meisten 3 vs 3 und Solo gespielt, ne? Sehr krass eigentlich. Finde ich auf jeden Fall cool. 13 Siege hat er leider nur geschafft, nicht ganz 15, aber das ist auch echt schwierig als Anfänger sozusagen. Wobei er auch schon einiges da gespielt hat. Er hat ziemlich viele Brawler, finde ich aber, ne? Nämlich 35 Stück. Aber er hat schon... Oh, hat er überhaupt einen legendären? Oh, er hat keinen legendären Brawler. Banks, das musst du noch nachholen, Bruder. Aber trotzdem auf jeden Fall ein cooler Account. Leider hat viele Brawler noch nicht so wirklich gespielt. Sein Lieblingsbrawler scheinbar so Poco einfach mal. Krass, Bell. Poco und Bell mag er gerne.
Okay, also Banks, ich würde ihm auf jeden Fall mal die Note 3 geben, weil man muss überlegen, er hat das ja nur so ein bisschen gespielt und dafür 5000 Pokale schon echt stark, für mich die Note 3 und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten YouTuber. So Freunde, der nächste YouTuber ist natürlich hier LaserLuca. Ihr habt ja auch schon gesehen, wir haben vor kurzem einen Battle hochgeladen. Ich finde es immer noch ultra geil, dass das einfach geklappt hat, weil richtig, richtig Ehre von Luca. Und genau, wir haben ja, wir schauen nochmal kurz rein ins Showdown-Battle, würde ich sagen. Aber mir sagt das halt alles nichts. Was sind denn Power-Cubes nochmal so, genau? Also 5, du hast ja 5 über deinem Kopf, nicht 7, ne? Ach so, das, die Teile, ja, genau. Genau, das bedeutet ja, ja okay. Ein bisschen mehr Leben macht ein bisschen mehr Schaden, so, vom Ding her. Ja. Genau. Auf jeden Fall, Luca hat schon echt viel gespielt, aber er hat eine längere Pause gemacht, deswegen war er noch nicht so ganz drin. Aber ich finde echt, dass er schon wirklich stabil spielt. Ich bin ja, also eigentlich bin ich ja des Todes geweiht. Moin. Ja, Mann. Ja, sehr geil. Und ich würde sagen, wir bewerten jetzt nochmal seinen Account. So, Freunde, wegen dem Video habe ich natürlich Luca auch in der Freundschaftsliste, was auf jeden Fall natürlich auch cool ist. Und zwar, ja, besuchen wir jetzt einfach mal kurz seinen Account hier raus in meiner Freundesliste. Und da haben wir ihn auch schon, LaserLuca. Das letzte Mal online vor 2 Tagen. Genau, also natürlich dementsprechend noch nicht lange her. 19.300 Pokale Rekord. Er hat 5.703 versus 3 Siege und das ist heftig. 1.380 Solo-Siege. Leute, er hat mehr Solo-Siege als ich. Ich habe 1.289. Das ist heftig. Also er hat schon mehr Solo-Schauen einfach mal gespielt als ich. Dann hat er eben ja noch 937 Duo-Siege, was auch schon echt viel ist auf jeden Fall. Und ja, der hat auch 45 Brawler. Auch alle wirklich ziemlich Power 9, also hat er auch schon wahrscheinlich gut reingepaint. Ne? Spike hat er auf jeden Fall am Start, Leon, Sandy, genau, und hier unten Griff noch nie gespielt, Bell eine Runde. Ohne Witz, wie gesagt, wir sind hier in der YouTuber-Skala, würde ich ohne Witz mal eine 2 geben für seinen Account. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr heftig. So, Freunde, der nächste YouTuber ist Paluten. Ich habe auch schon mal auf dieses Video reagiert. Wir gehen nur ganz kurz drauf ein, wo er über Brawl Stars geredet hat. Ich weiß nur, dass es eine Zeit lang übertrieben im Hype war. Stimmt, wir hatten das Thema erst gestern in einem Video. Und ja, legen wir einfach mal los. Ihr könnt gerne auch noch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal Brawl Stars gezockt habt. Dann gucke ich mal. Ne, also ich werde es, glaube ich, nicht spielen. Ist cool. Soll ich das mal spielen? Ich weiß. Ja, sollst du. Also er hat nur gesagt, er hat es noch nicht gespielt. Er will es vielleicht mal spielen, aber nee, doch nicht. Genau. Und ja, er hat auf jeden Fall leider dementsprechend noch gar kein Brawl Stars gespielt. Also 0 Pokale natürlich. Deswegen kann ich ihn jetzt natürlich auch nicht bewerten. Ich wollte es trotzdem mal mit reinnehmen, weil er natürlich auch ein sehr großer YouTuber ist in Deutschland. Genau. Schade aber, dass er es natürlich noch nicht ausprobiert hat. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten. So Leute, bei der nächsten YouTuberin, ja, wissen es natürlich so ziemlich alle, dass sie natürlich Brawl Stars gebracht hat. Gnu hat schon einige Brawl Stars Videos hochgeladen, war auch schon bei mir einige Male dabei. War ultra, ultra krass. Hat mich immer sehr gefreut, wenn Gnu dabei war. War immer sehr witzig. So Freunde, und zwar habe ich hier tatsächlich in diesem Video Gnus Account bewertet. Da sie seitdem nicht mehr Brawl Stars gespielt hat, ist das, glaube ich, der aktuelle Status auch von ihrem Account übrigens. Und ja, ich würde mal sagen, ich glaube, ich war ein bisschen streng damals bei der Bewertung. Wir gucken mal rein. Okay, wir sehen 537 meiste Trophäen. Ist schon mal natürlich sehr, sehr stark. 33 versus 3 Siege. Einmal tatsächlich auch so eine Showdown und 25 Duo-Siege. Okay, fast nur Duo-Showdown gespielt. Gehen wir auf die Brawler. Okay, scrollen wir so durch. Oh, das ist schon schade. Sie hat mehrere Legendäre noch nie gespielt. Natürlich hat sie reingefällt, sie hat ein paar Brawler so. Trotzdem muss ich für diesen Account leider, nimmst du nicht übel genug, alles gut, aber eine 6 plus geben. Oh, sogar eine 6. Was? Ein 6 plus? Ey, das tut mir voll leid, Gnu. Also auf jeden Fall auf der YouTuber-Skala ist es natürlich keine 6 plus, ne? Weil sie hat ja immerhin schon ein bisschen Brawl Stars gespielt, zum Beispiel mehr als GLP oder Zombie. Auf der YouTuber-Skala würde ich ihr mal den Account eine 4 geben. Aber ja, Freunde, das war es auf jeden Fall mit YouTuber-Accounts bewerten. Schreibt mir auf jeden Fall mal, ob ich vielleicht sogar einige YouTuber vergessen habe, die ihr euch unbedingt in dem Video gewünscht hättet. Ansonsten würde ich sagen, Leute, wir sehen uns und damit. Ciao, ciao.